Moin, liebe Dorian Hunter-Fans, ich bin's wieder, Dennis Erhard, und ihr seht mich hier in meinen Sommerklamotten, modisch grün, mit meiner Sommermütze, denn es ist draußen eine irre Hitze und wir arbeiten natürlich trotzdem hier drinnen, trotz der Hitze, ganz intensiv an den Neuheiten, die Anfang Oktober erscheinen, zum Beispiel das neue Hexenhammerbuch von Uwe Föhl, das auch wieder als Hörbuch erscheinen wird. Ich möchte aber gar nicht zu sehr über die Oktober-Neuheiten reden, dafür ist dann noch Zeit. Der Grund, dass ihr mich heute hier in diesem Video seht, der liegt hier vor mir auf dem Tisch und ihr konntet es noch nicht sehen. Es ist etwas außerhalb eures Gesichtsfeldes gerade. Achtung! Yes! Der erste Dorian Hunter Kalender überhaupt. Er gilt für das Jahr 2021, wie ihr hier seht. Und dieses Exemplar, das ich gerade in den Händen halte, ist das einzige, das bisher überhaupt existiert. Wir haben nämlich einen Probedruck machen lassen in der Druckerei, damit wir den Kalender euch hier in diesem Video einmal präsentieren können. Er ist super geworden. Ich war ehrlich gesagt total platt, als das Ding in der Post war. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Es sind insgesamt 12 Stück plus das Deckblatt. Eine Illustration für jeden Monat. Im Januar zum Beispiel. Hier seht ihr die Illustration des Puppenmachers, Band 3 der Romanheftserie bzw. Hörspielfolge 3. Und das kann man auch, falls man nicht mehr so genau weiß, man kennt das Bild zwar, aber woher ist es, dann kann man das hier unten sehen. Unter dem Kalendarium haben wir immer die Information gegeben, bei welchen Büchern oder Romanheften oder Hörspielen die betreffende Illustration verwendet worden ist. Ich zeige euch auch mal das Bild zum Beispiel für Februar, Hörspielfolge 6, Freaks, beziehungsweise Band 6 natürlich auch und Buch 2. Im März gibt es ein Titelbild, was sehr schön ist, was aber Hörspielfans zum Beispiel noch nicht sagt, weil es bisher nur bei Dorian Hunter Buch 96 das Ding im Spiegel verwendet worden ist. Es sind sogar einige dabei, die bisher überhaupt noch nicht verwendet worden sind, die erst jetzt im Herbst teilweise dann auf den Romanheften erscheinen werden. Das ist die Illustration, die ich meine, mein persönlicher Favorit, ehrlich gesagt. Blut für Lucretia war jetzt die Illustration in Band 49 der Romanheftserie, ist dort erstmalig verwendet worden, wird dann auf dem entsprechenden Hörspiel natürlich auch drauf sein. Man sieht hier vorne auf dem Boot zum Beispiel ganz klein das Faktotum Guido Serra von der Vampirin Lucretia. Also da hat Marc Freier, der Illustrator, sich mal wieder richtig reingehauen. Auch ein geiles Ding. Der Brett, wie ihr euch noch erinnert. Hörspiel Folge 28. Ich will nicht durch alle Illustrationen gehen, um euch ein bisschen die Vorfreude zu bewahren. Der Kalender ist ab sofort erhältlich auf www.zaubermond.de, unserem Internetshop, und auch nur auf www.zaubermond.de. Ganz wichtig. Ebenso wichtig ist das Datum, das ihr euch merken müsst, nämlich der 31. Oktober. Nur bis dahin könnt ihr diesen Kalender vorbestellen. Nach dem 31. Oktober können wir keine Bestellung mehr entgegennehmen. Wir werden dann mit euren Bestellungen zur Druckerei gehen und passgenau die Auflage drucken lassen. Es wird keine zweite Auflage geben, keine Nachauflage. Dieser Kalender ist dann ausverkauft. Es gibt höchstens wieder eine weitere Version, wenn ihr sie dann haben wollt, im übernächsten Jahr, für das Jahr 2022 vielleicht. Was kann man noch zu diesem Kalender sagen? Er ist außerdem klimaneutral und mega umweltfreundlich gedruckt. Das ist kein einfaches Marketinggequatsche, sondern wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben. Denn mir persönlich war es auch wichtig, wenn ich mir so einen Kalender an die Wand hänge, und das tue ich definitiv schon mit diesem Probedruck, dann möchte ich nicht irgendwas haben, was ich schon aus 5 Meter Entfernung riechen kann, sondern es sollte ein Kalender sein, der unsere Umwelt möglichst wenig schädigt, und hier haben wir sogar einen gefunden, der sie gar nicht schädigt. Denn es ist zum Beispiel hier nur mit Pflanzenfarben gedruckt worden, auch wenn sich das so anhört, als hätte man da selber mit einem Pinsel und dem Zeigefinger irgendwas ein bisschen was gemacht, aber es ist mega professionell und trotzdem wirklich richtig umweltfreundlich gedruckt. Der Preis wird trotz all dieser Eigenschaften nur 19,95 sein plus 4,95 Euro Porto. Denn wir müssen natürlich ein etwas größeres Paket für den Kalender machen, damit wir ihn nicht zusammenknicken und euch im Format A6 als Postkarte zuschicken, sondern wir haben natürlich dann ein ordentlich sicher verpacktes Produkt, sodass ihr den Kalender auch genau in dieser Form, wie ihr ihn jetzt hier seht, ohne jeden Knick bei euch zu Hause an die Wand hängen könnt. Damit ist alles gesagt zum Kalender. Bestellt ihn jetzt ab sofort www.zaubermond.de. Denkt dran, nur bis zum 31. Oktober, also schnell sein. Und mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen, denn ich muss jetzt schnell wieder weiter an die Arbeit, damit die Neuerscheinungen pünktlich fertig werden. Wir sehen uns wieder Anfang Oktober hier auf diesem Kanal. Bis dann und noch einen schönen Restsommer. Ciao!